Rising Tide, das Add-on für Sid Meier's Civilization Beyond Earth, erscheint Anfang Oktober und wir können es euch jetzt vorab schon einmal zeigen. Ich bin Writing Bull, ich habe einen YouTube-Kanal, der auf Neuerscheinungen von PC-Strategiespielen spezialisiert ist und neben mir sitzt Christian Weigel, freier Spieleredakteur, arbeitet zum Beispiel für die GameStar, ein echter Strategieexperte und ein richtiger Beyond Earth und Civilization-Kenner. Und da hast du es schon verraten, ich sitze neben dir. Das kommt normalerweise absolut nicht vor. Normalerweise teilen wir uns per Skype einen Bildschirm und diesmal kann ich dich direkt mit den Fäusten in die Mangel nehmen, wenn du nicht so parierst und spielst, wie ich das möchte. Wie kommt das, dass ich neben dir sitze? Weil wir in München sind. Wir sind eingeladen beim Publisher bei 2K Games, in deren Büros in München sitzen wir. Für 2 Tage haben uns hier einquartieren lassen und haben die Möglichkeit, eine längere Let's Play-Reihe am Stück aufzunehmen mit dieser Vor-Version, einer relativ frischen neuen Version, die auch noch gedeckelt ist auf 150 Runden. Weiter kann man nicht spielen und die auch vom Balancing und von der Anzahl der Bugs her alles andere als perfekt und final wäre. Also wenn es kleinere Fehler gibt, dann schimpft bitte nicht über die Spielefirma und schimpft nicht über uns, wenn wir womöglich euch alles auch mal in Ruhe zeigen und in Ruhe erklären wollen, denn es gibt, das wollen wir mal vorab verraten, unglaublich viel zu entdecken hier. Ein fettes Add-on. Genau, ganz, ganz typisch in bester Civilization-Tradition oder in bester Phyrexis-Tradition ist das wirklich ein Add-on, was nicht nur 1 oder 2 kleine Optionen oder vielleicht eine Pferdedecke hinzufügt, sondern massiv Neuerungen einbringt und wirklich das Spiel komplett umkrempelt. Unglaublich viele Änderungen, ein ganz neuartiges Diplomatiesystem, ein wunderschönes, das uns beim Reinspielen sehr fasziniert hat. Es gibt die Möglichkeit, jetzt Artefakte, die man einsammelt, miteinander zu kombinieren. Es gibt die Möglichkeit, die Meere zu besiedeln, Städte dort aufzubauen oder sogar zu bewegen. Es gibt viel, viel zu entdecken, viele neue Einheiten, viele neue Monstern und neue Einstellungen in den Technologiebildschirmen und. Das Spiel wird natürlich beim Release auf Deutsch sein, jetzt noch nur auf Englisch. Wir zeigen euch mal eine Singleplayer-Partie, eine Einzelspieler-Partie und spielen mit mittlerer Schwierigkeitsgrad. Ja, Vostok halte ich für gut, das schaffen wir. Das schaffen wir. Wir spielen nicht mit Standardschwierigkeitsgrad, denn wir wollen in den 150 Runden möglichst viel zeigen. Und deshalb spielen wir auf schnell, dann können wir die Sachen schneller freischalten für euch. Mhm. Planetengröße nehmen wir eher ein bisschen kleiner. Ja, Zwerg klingt gut. Das klingt auch für uns eigentlich ganz gut geeignet. Zumindest für einen von uns beiden. Ich gucke immer ein bisschen runter auf Christian, aber er hat ja schon angekündigt, er ist bereit, mich zwischendurch auch mal in die Rippen zu stoßen, wenn ich hier, der Mann an der Maus bin ich, ja, wenn ich nicht so spiele, wie er will. Hast du dir schon überlegt, welchen BFPM-Wert du anstrebst? BFPM-Wert, das mit den Buchstabieren das, oder mit den Akronymen, das üben wir nochmal. Was heißt das denn? Blaue Flecken per Minutes-Wert. Ach so, ja, höchstens 0,2. Das ist lieb. Das kennt ja schon vom Grundspiel her. Man kann einen Sponsor wählen. Hintergrundgeschichte ist immer noch dieselbe. Man von der zerstörten Erde aus bricht man auf mit einem Sponsor, den man hier im Baukassensystem zusammenklicken kann mit seinen Eigenschaften. Und wir nehmen natürlich. Da muss ich gleich schon dazwischen grätschen. Die Hintergrundgeschichte, die ist insofern erweitert, als dass wir zur, naja, eigentlich im Kanon zur zweiten Welle der Kolonisierer gehören. Und zwar gibt es ja 4 neue Fraktionen, von denen wir hier 3 zeigen können. Und wir spielen welche? Wir spielen selbstverständlich ganz, ganz unten Integer. Integer, das ist auch ein Akronym, da müssen wir nochmal nachgucken, wofür das steht. Wir sind Integer, wir sind gute Menschen, nein im Ernst, wir sind einfach gute Menschen und die Hintergrundgeschichte, die erzählen wir euch später, das ist halt die einer friedlichen Zivilisation, eines friedlichen Staatenbundes und einer friedlichen politischen Bewegung auf der Erde, angeführt von einer Deutschen. Und wir haben eine ganze Menge von Diplomatie-Boni, wenn wir die hier nehmen. Ihr seht auch einige der anderen neuen Fraktionen, die es im Spiel gibt. Hier ganz oben zum Beispiel Al-Falah. Mhm. Die haben sich spezialisiert auf interne Entwicklung. Die sind nämlich die einzige Fraktion, die ohne Kälteschlafkammern zum fernen Planeten gereist ist. Die hatten ein Generationenschiff. Die sind darauf spezialisiert, mit wenigen Ressourcen zu wirtschaften. 4 neue Fraktionen soll es geben. Ja, die dritte ist die Nordsee-Allianz. Die ist hier oben zu sehen. Die sind Spezialisten für Offshore-Plattformen und können deswegen mit ihren Städten direkt auf dem Wasser siedeln. Die vierte, die fehlt noch. Die fehlt noch, die enthält man uns noch vor. Ich tippe ja darauf, dass es irgendwas fernöstlich-japanisches ist. Da wurde aber vehement abgewunken.
Da wurde zumindest dementiert, aber was das bedeutet, ich dementiere auch immer, wenn ich sage, dass ich Christian nicht leiden kann. Schauen wir mal weiter. Wir sind jetzt bei den, wenn ich ihn gut leiden kann. Was jetzt? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich muss an meinem Diplomatiesystem auch noch ein bisschen feilen. Wird hoffentlich also, besser noch in der Partie. Antipathie ist keine italienische Vorspeise. Oh, schon wieder etwas Neues dazugelernt. Mhm. Welche Kolonisten nehmen wir? Ich bin ja ein großer Anhänger der Künste, nicht nur, weil ich Let's Player bin, sondern weil man mit den Kulturwerten viel Gutes machen kann. Oder was? Wissenschaftler. Ach so, ich dachte, wir bleiben ein bisschen in der Rolle von Intega und von Lena Ebner, der Anführerin. Ja. Und die ist, hat einen Hintergrund als Universitäts... Spezialistin, also die spricht auch 8 Sprachen. Oh. Aber sie hat nach ihrem Abschluss dann auch sehr viele Jahre lang bei Hilfsorganisationen gearbeitet. Also Flüchtlinge, Refugees könnten wir auch nehmen. Genau, dann würden wir unsere Leute besser durchfüttern können. Wissenschaftlerin, 8 Sprachen, das ist ja mindestens die Hälfte, sind irgendwelche deutschen Dialekte, behaupte ich mal. Ja, genau, Thüringisch, Rheinhessisch und... Orkisch und andere Fremdsprachen. Oder auch Kultur, aber ich krieg dich nicht dazu. Was hättest du gerne? Dann lass uns Wissenschaft nehmen. Wissenschaft ist gut, ja. Wissenschaft passt. Wissenschaft passt immer. Dann haben wir doch die Möglichkeit, uns einzustellen, was wir besonders an Fracht mitnehmen. Ein Bonusmodul für unser Raumschiff. Ganz genau. Ich bin da persönlich immer ein ganz großer Anhänger von der Möglichkeit, hier die Alien-Nester uns anzeigen zu lassen oder die Verläufe der Küstenlinien uns anzeigen zu lassen. Ich weiß aber aus Erfahrung früherer Let's Plays, dass du gerne... Ist das ein Teutonik-Scanner? Der Teutonik-Scanner? Nein, wir nehmen den... Also gerade wegen dieses fiesen Wortspiels nehmen wir den nicht. Dann nimm doch bitte die Kontinentalerkundungs... Drohne. Nehmen wir die Kontinentalerkundungs-Dingsbums. Dingsbums, genau. Wie das funktioniert, wissen wir nicht genau. Schauen wir uns gleich die Küstenlinien etwas früher an. Wir können einen Arbeiter mitnehmen, aber wir haben ja Christian schon dabei, einen Soldaten, wir haben mich schon dabei. Wir können ein Klinikgebäude bauen, wir sind schon bei 2K hier. Wir können mit der, ja, das ist natürlich ganz schön, da können wir früher einen Siedler bauen oder mit einer extra Bevölkerung in der ersten Stadt. Du weißt, dass ich gerne den Arbeiter mitnehmen möchte. Aber bin ich auch für. Ich möchte nämlich so früh wie möglich anfangen, das Land urbar zu machen. In unseren Spielerherzen steckt jeweils ein Bilder, ein Aufbauer. Genau. Ich glaube, diese Planetenauswahl, die überspringen wir mal und gehen hier oben auf das fortschrittliche Setup und stellen uns das nochmal so ein, wie wir das möchten. Das sind die Einstellungen, die wir gerade gewählt haben. 4 Sponsoren gibt es nur im Spiel. Das hängt von der Kartengröße ab. Wir nehmen Lena Ebner von der Intega-Fraktion. Und die 3 anderen sind random, aber ich würde mir gerne wenigstens eine... Wäre auch mein Vorschlag gewesen. Lass uns die beiden neuen Sponsoren einbauen, damit wir die auch zu sehen bekommen. Ja, Alphalach. So heißt die Fraktion. Sie selber heißt Arshia Kishk. Und Duncan Hughes, ein Schotte, der die Nordsee-Allianz vertritt. Nehmen wir und ein kleines Überraschungselement. Ein Überraschungselement nehmen wir noch dazu, genau. Genau. So, dann müssen wir noch die Welt einstellen. Also, wir nehmen natürlich ein Archipel, dass wir ein bisschen das neue Wasser-Gameplay zeigen können und die Städte. Hervorragende Idee. Mhm. Zwergengroß und ein neues Biom. 2 neue Biome zur Auswahl. Das waren bislang bei Beyond Earth lediglich der Lack auf der Spielwelt, wie die grafisch aussah. Auch hier eine Änderung durch das Add-on. Genau, und zwar bezieht sich die Änderung der Biome hauptsächlich darauf, wie die Aliens sich verhalten. Fahr doch zum Beispiel mal über den Tooltip hier für die kalte Biomwelt bei Frigide oder Frigid. Das Alienleben auf diesem Planeten ist uralt und lebt zurückgezogen. Die Einheiten bewegen sich langsam und sind eher geneigt, zu Hause zu bleiben. Dafür halten sie mehr aus. Wir wollen euch, glaube ich, etwas mehr Feuer präsentieren in der Partie und nehmen deshalb hier eine raue Welt. Eine urtümliche Welt, eine primordiale Welt. Ist das ein deutsches Wort? Nein, ist es nicht. Und da gibt es halt Aliens, die nervös sind, die sind temperamentvoll, die werden sehr schnell hitzig, aber kühlen auch ganz schnell wieder ab. Mhm, die nehmen wir. Den Rest haben wir alles so eingestellt, schnelle Spielgeschwindigkeit, bla bla bla, Siegtypen immer noch dieselben. Genau, alle 5 gleiche Siegtypen. Ich habe übrigens einen weiteren Siegtypen gestern entdeckt bei Civilization. Bei Civilization? Ja, wir haben das Civilization-Brettspiel gespielt im Garten. Ach. Und der Sieg trat dann ein, als es zu dunkel wurde, um die Karten zu sehen. Sieg durch Sonnenuntergang. Das könnte natürlich, das wäre vielleicht eine Variante hier. Für das zweite Add-on wird es eins geben, keine Ahnung. Alles klar. Warte, ich habe noch 2 Optionen entdeckt hier, die ich zeigen wollte. Ja, mach mal. Bei den fortschrittlichen Optionen gibt es nämlich noch alle Staaten im Wasser. Alle Spieler starten auf Wasser, mit Wasserstädten. Ich weiß nicht, ob das auch für Fraktionen gilt, die gar keine Wasserstädte bauen können. Oder alle Spieler starten an der Küste. Gibt es denn Fraktionen, die gar nicht im Wasser Städte bauen können?
Gar nicht Wasserstädte bauen können, das nicht. Nur Duncan Hughes von der Nordsee-Allianz ist der Einzige, der seine Stadt im, der mit seinem Landeraumschiff auf See wassern kann. Aha. Aha. Auf geht's. Lassen wir aber alles weg und starten. Ich bin zufrieden so mit den Einstellungen. Neue Hintergrundbilder. Ups, so sehen also die Belagerungswürmer aus in der Vorstellung des Künstlers. Bin ich froh, dass ich hier nur im Büro sitze und nicht in Wirklichkeit auf einem fernen Planeten bin und mich erschrecken lassen müsste von Monstern, die weitaus größer sind als Christian. Ich würde auch echt nicht gerne von so einem außerirdischen Riesenschließmuskel vermobbt werden. Definitiv nicht. Ob außerirdisch oder ich würde selbst von einem innerirdischen Schließmuskel nicht vermobbt werden. Da machen wir ganz schnell den Deckel drauf. Hoch. Das ist so die denkbar blödeste und gemeinste Startposition, die man sich überhaupt denken kann. Macht nichts, wir arbeiten mit dem, was uns gegeben wurde. Was ist das nicht deren Ernst? Wir starten hier auf einem kleinen Hügel, hat man uns ein Stück Riff unter den Hintern geworfen und da sollen wir jetzt mit unserem Lander... Ich fass es nicht. Falls ihr Beyond Earth nicht kennt, normalerweise ist es so, dass man ganz viele Felder zur Auswahl hat, alle, die rot markiert sind. Auf eines klickt man dann drauf, kann sich einen besten Startort auswählen. Hier ist die Auswahl reduziert. Also wir sitzen hier auf einem kleinen Felsen. Das ist natürlich nicht so großartig. Was gibt's an Ressourcen? Korallen? Korallen haben wir um uns rum. Sind die neu? Die gibt's schon vorher. Das ist so diese Korallenbank. Das waren alte Ressourcen. Eier. Was für Eier sind das denn? Messeneier. Will ich das wissen? Will ich sie essen? Nee, wahrscheinlich nicht. Also die Algen, die gab's auch schon vorher. Die bringen besonderes Futter. Xenomasse ist auch gut. Und nochmal Korallen. Und wir haben ja vielleicht noch kein Öl entdeckt oder sonst was es gibt. Jetzt haben wir uns das alles angeschaut nach dem Motto, wir haben ja sicher die Auswahl. Lass es mal suchen, wo wir hinklicken. Mhm. Aber ich kürze mal ab. Ja. Ach du liebe Buch. Guck mal, was wir für Meldungen an der Seite kriegen. Wie viele Ressourcen Frachtpots wir entdeckt haben. Das kennen wir auch aus dem alten Spiel. Von der Erde aus wurden im Vorfeld Frachtpots auf den neuen Planeten geschickt. Klick die mal alle weg, das sind ja 20 Stück. Was ist denn da passiert? Weißt du, warum wir die entdeckt haben? Du hast übrigens den Arbeiter bewegt. Ja, versehentlich. Macht nichts, da sollte er sowieso hinfahren. Auf den Korallen ist gut. Ich versuche das mal zu erklären, warum wir die entdeckt haben. Wir haben ja den Kontinentalerkunde mitgenommen in unserem Raumschiff. Deswegen haben wir alle Küstenlinien entdeckt. Und entlang all dieser Küstenlinien haben wir jetzt Sichtweite bekommen. Und immer wenn ein Ressourcentöpfchen im Wasser liegt, was jetzt mittlerweile passieren kann, die sind ja auch mit Schwimmmodulen ausgerüstet, dann wissen wir jetzt, dass dort eins ist. Das ist die große, große Welt hier, von der jetzt viel schon entdeckt ist. Die Geheimnisse haben wir fast schon alle gelüftet. Wir könnten im Prinzip unsere Partie fast schon wieder abbrechen und beenden. Denn viele Geheimnisse, es gibt noch viele andere Geheimnisse, die wir entdecken können. Wir haben, zum Beispiel können wir mal einen Blick reinwerfen in Weltgeist. Ich finde, Weltgeist ist kein schöner Name für die Stadt. Können wir die bitte umbenennen in Lenas Felsen? Das wäre eine gute Möglichkeit. Ich klicke mal rein und klicke. Das ist jetzt der Vorteil, dass wir direkt nebeneinander sitzen. Ich kann einfach Christian sagen, mach mal. Bitte mal nochmal den Cursor hinter Weltgeist platzieren. So sieht eine gute Zusammenarbeit von zwei Let's Playern aus. Der eine klickt, der andere tippt. Und ich möchte bitte bemerken, dass ich hier kein Deppen-Apostroph gesetzt habe. Das ist sehr, sehr gut. Mhm. Lenas Felsen ist das hier. Apropos Lena. Mhm. Warum hier Lena? Lena Ebner? Genau. Wo kommt der Name her? Das ist eine Ehrung. Das ist eine Ehrung für die Produzentin. Für Lena Brenk, die Lead-Producerin des Grundspiels, eine Deutsche, die anscheinend ihre Kollegen und Kolleginnen bei Firaxis Games in den USA so beeindruckt hat von der deutschen Gründlichkeit und vor allem von der deutschen Freundlichkeit, dass sie hier das Spiel, dass sie diese Anführerin nach ihr benannt haben. Das haben sie uns tatsächlich gemacht, das dichten wir hier nicht dazu, das haben die uns tatsächlich so erzählt. Das Einzige, was sie nicht gemacht haben, zeigt doch mal, wie diese Lena Ebner überhaupt aussieht. Das könntest du mal machen. Also draußen zurück auf die Karte. Machen wir doch gerne. Und den Diplomatie-Globus rechts unten aufmachen. Genau, so sehen wir aus. So sieht Lena Ebner aus. Das hat mit der echten Lena Brenk überhaupt nichts zu tun. Nein, die sieht ein bisschen anders aus. Mhm. Die Dame hier ist auch eine Idee älter. Es gab viel... Als die ersten Bilder gezeigt worden sind von ihr, von diesem 3D-Modell einer Politikerin, gab es unter einigen Leuten in der Fan-Community einen Aufschrei. Das darf doch nicht wahr sein. Warum ist hier keine muskelbepackte, lendenbeschürzte, großbusige Amazonin zu sehen, sondern ein realer Mensch? Wir sind doch Spieler. Wir sind doch Spieler. Wir wollen doch eigentlich unsere Fantasien ausleben, aber... Wenn wir die anderen Anführerpersönlichkeiten in Beyond Earth anschauen, das sind doch auch alles irgendwelche Geschäftsleute oder real existierende UN-Politiker-Abbilder.
Mir persönlich, meine persönliche Meinung, ist das unglaublich sympathisch, dass die Entwickler hier durchgehend bei Beyond Earth die Frauengestalten so gestaltet haben, dass sie wirklich wie reale Frauen aussehen, dass das keine Abziehbilder für männliche Fantasien sind, sondern dass sie wirklich echte Menschen sind. Finde ich sehr, sehr sympathisch. Weißt du, wie sie mir vorkommt? Wie eine Uni-Professorin, und ich möchte echt nicht bei ihr in die Sprechstunde müssen, um ihr zu sagen, dass ich für die Hausarbeit noch 5 Tage länger brauche. Nee, nicht unbedingt. Das ist der Diplomatiebildschirm, den wir später essen, aller Ruhe zeigen. Da gibt es wahnsinnig viel zu entdecken, aber das ist so richtig spannend. Wir wollten erst mal zeigen, wie unsere Fraktionsanführerin überhaupt aussieht. Forschungsbildschirm? Genau, der neue Forschungsbaum. Viel mehr Farbe im Spiel. Endlich, genau. Da haben sich die Entwickler ein Beispiel genommen an einer Mod für das Grundspiel, die auch die verschiedenen Gebäude, Einheiten, Weltwunder oder sonstigen Forschungen eingefärbt hat. Ich finde, er ist jetzt sehr viel lesbarer und durchschaubarer, der Baum. Viele Farben, die es hier gibt, und die Farben zeigen an, welcher Typ von Technologie das ist, was dadurch freigeschaltet wird. Zum Beispiel diese gelben Dinger hier. Das sind Weltwunder. Dann gibt es hier noch diese Purpurfarbe, behaupte ich mal. Ja, das sind meistens irgendwelche Freischaltungen für Geländefelder oder für Verbesserungen von Geländefeldern. Blau gibt es auch als neue Farbe hier im Spiel. Stadtgebäude. Und ein hübsches Orange, das uns als Signalfarbe zeigt. Ja, das gibt's genau 3-mal, nämlich für Titan, Erdöl und Geothermie, für diese Rohstoffe, die wir erst freischalten müssen, bevor wir sie auf der Karte sehen. Für den Teutonenscanner, den ich nicht mitnehmen durfte eigentlich. Dann gibt es noch einige andere Sachen, die so mehrfarbig sind. Diese Kreise hier zum Beispiel, das hängt mit den Affinitäten zusammen, mit den Weltanschauungen. Genau, da sehen wir dann, welche Weltanschauungen wir damit vorantreiben, wenn wir diese Technologie forschen. Ja, so. Also Technologiebaum, was möchten wir erforschen? Ich bin da immer dafür, dass wir mit Pioneering anfangen. Da rennst du bei mir offene Türen ein, weil das den Kolonisten freischaltet, damit die Möglichkeit für uns eine zweite Stadt zu gründen. Wir können Handelskonvois machen, einrichten auch Handelsschiffe, und wir können dazugehörig natürlich erst einmal ein Handelsdepot bauen in unserer Hauptstadt. Ja, immer bin ich sehr dabei. Und raus. Mhm. Dauert anfangs relativ lange. 13 Runden, obwohl wir auf schnell spielen, aber das werden wir gleich... Das werden wir ein bisschen beschleunigen. Mit irgendwas wird das schon einfallen. Wir hin. Was uns noch fehlt hier in der Stadt? Wir müssen noch ein Bauprojekt machen. Es gibt erstmal unter den Einheiten hier, das kennt ihr ja, Bauarbeiter, einen Erkunder, einen Soldaten, so eine Basisinfanterieeinheit. Dann gibt es hier aber auch 2 Schiffe, und eines der beiden ist neu. Also das Patrouillenboot ist auf dem Wasser das, was an Land der einfache Soldat ist, also die Basiseinheit. Das ist eine Nahkampfeinheit, die besteht aus bewaffneten Schnellbooten. Relativ preiswert, das ist quasi ein Infanterist mit Schwimmflügelchen. Ja, genau. Es hat sich ja, glaube ich, auch jemand einen Kampftaucher gewünscht. Ich glaube, das Schnellboot ist das, was am nächsten dran wäre. Gebäudeklinik gab es auch schon im Grundspiel, das gab es auch im Grundspiel und ist meine persönliche Wahl eigentlich immer. Als Startgebäude ein Relikt, Eine Hommage an die alte Erde, dass wir nicht vergessen, woher wir kommen. Ein Bildchen an der Wand des Palastes, wo so große Kulturgestalten wie Dagobert Duck oder andere große Figuren der Geschichte dargestellt werden, die uns daran erinnern, was wir verloren haben und was wir in unserem Herzen bewahren und was uns viel Kulturpunkte bringt und eine neue Währung hier im Spiel. Genau, das bringt nämlich nicht nur Kultur, das ist das lila Buch, sondern auch diesen blauen Globus, Kapital, politisches Kapital, diplomatisches Kapital. Das ist eine ganz tolle neue Ressource. Und das ist wirklich das, was für mich persönlich das Herzstück ausmacht hier im Add-on. Viel wurde anfangs darüber erzählt, wie großartig das ist, dass man hier endlich das Meer besiedeln kann. Und erstmals in der Civilization-Reihe. Es gab natürlich so Ableger, inoffizielle Ableger wie Call to Power beispielsweise. Da konnte man schon auf dem Meer siedeln. Aber in der Civilization-Reihe, da ist das hier eine echte Premiere. Aber für mich das Herzstück des Spiels, was mich als Veteran der Reihe besonders anmacht, das ist das neue Diplomatiesystem, und dafür ist das hier die zentrale Währung. Da gibt es viel zu entdecken. Bevor wir das aber machen, das viele entdecken, wollen wir wenigstens eine Runde noch abschließen. Genau, machen wir ein bisschen Entdecken tatsächlich auf See hier und schicken unseren Erkunder, unseren Explorer, der jetzt übrigens 2 Gesichter hat. Wenn man ihn im Wasser bewegt, dann ist er ein kleines Forschungs-U-Boot mit einem Schwimmponton nebendran. Genau, der hat auch Schwimmflügelchen. Mhm. Den ziehen wir mal einfach in die Mitte. Oder sollen wir den... Ziehen vorsichtig. Früher hätte ich ja immer gesagt, man zieht den an Land, weil der muss ja die Ressourcenpots entdecken. Aber mittlerweile gibt es die auch.
Gibt es die auch auf See? Die sind schwimmfähig, diese Ressourcenpots, und die können wir auch im Wasser einsammeln. Was aber auch riskant sein kann, schaut euch mal diese Monstren an. Es gibt so ganz kleine Mischungen aus Skorpionen und Hummern, die plötzlich da hin und her flitzen, und es gibt einige fette, dicke Monster. Einige Riesenhummer. Ich glaube, das hier ist ein, ach du liebe Zeit, ein außerirdisches Makara. Ein Makara. Anders formuliert, die Hummer schlagen zurück. Ach du liebe Zeit, das ist ja riesengroß, das Biest. Haben wir auf der alten Erde vielleicht einmal zu oft Hummer in kochendes Wasser reinfallen lassen, um uns daraus ein Süppchen zu kochen? Mhm. Und jetzt kassieren wir die Quittung. Die Hummer schlagen zurück. Aber in dieser Folge nicht mehr. In der nächsten. In der zweiten Folge. Bald geht es weiter mit Let's Play Rising Tide. Tschüss. Tschüss.